Und wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Oh, Fleisch. Fleisch, no, nom nom nom. Also mit Energie sparen die hier echt nicht. Und wir sehen hier wieder die obligatorischen Sternchen. Das bedeutet, hier ist natürlich wieder ein Ultra-Gegner. Und den wollen wir natürlich fressen und erhalten die Drachenflamme. Ein mächtiges, unglaublich unbändiges Drachenfeuer-Etwas, welches Tod und Verderben über alle Wannabes bringen kann, die es berührt. Und das ist natürlich aus Sicht des Kirbys total geil. Deshalb, alles, was uns in die Quere kommt, wird einfach niedergebrannt. Unsere Wut kennt keine Grenzen. Wannabes! Später hinaus wird es auch noch mit den Ultrafähigkeiten ein paar kleine Rätsel geben, die man dann halt eben entsprechend lösen muss. Das ist nicht allzu schwierig. Aber hauptsächlich geht es hier ja um den Spaß. Und es macht ja unglaublich Spaß, den armen Wannabes weh zu tun. Oh Mann, warum ist dieses Spiel eigentlich ab 3 freigegeben? Oder sogar ab 0? Ich weiß es noch nicht. Und hier haben wir einen ziemlich großen Baum, der wahrscheinlich Jahrhunderte gebraucht hat, um zu wachsen. Fällen wir ihn einfach mal. Mit einem einzigen Streich geht er kaputt. Und wir haben sogar ihn zum Schweben gebracht. Erinnert ein bisschen an Minecraft. Ach ja, oben auch noch weg. So. Dort hinten haben wir übrigens wieder das... wäre dann gleich das Ziel. Aber wir wollen ja alles haben, also gehen wir mal dem Sphärenspuk aufs Maul hauen. Alter, auf Maul! Spinnen! Wir fressen natürlich Spinnen und... Nom nom nom. Nein, nicht runterfallen. Danke. Wenn wir runterfallen, müssen wir von vorne wieder anfangen. Zack. Stirb, 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 stirb. Und eine große Spinne und noch eine große Spinne und das war's. Auch hier, die großen Spinnen können wir nicht einfach so fressen, sondern die müssen wir halt auch eben aufsaugen erst. Mit unserem Mega. Und hier ist eine Menge Zeug. Das wird alles gefressen. Komm her. Den hätte ich eigentlich auf die Mauer hinten dran, dann hätte ich ewig Zeit gehabt. Oder so. Ja. Sandwich. Nom, nom, nom. Und wir haben hier Elektro und Laub. Hier können wir dann mal, kann ich dann mal zeigen, wie das Laub, also Elektro ist auch für Bosse extrem gut. Aber wie das Laub hier so gegen den Sphärenspuk tatsächlich funktioniert. Hallo. Wenn man es also richtig anstellt, ist ja kein Problem. Oh. Du hast mich nicht getroffen. Oh, du bist unglaublich schwach, mein Freund. Mit dem Laub können wir sogar Schaden machen, und zwar nicht gerade wenig. Aber das Beste auch beim Laub ist dieser Angriff. Man hat gesehen, das macht eine Menge Schaden. Und er kann es nicht verwunden. Das macht ein bisschen konstanten Schaden. Das ist total einfach. Laub. Komm her. Bam. Tod durch Pflanze. Alle Zauberzahnräder in Stage 1.4 gefunden. Und eine Maxi-Tomate. Nom, nom, nom. Wie gesagt, Laub ist gegen Bosse, Mini-Bosse, Sphärenspuke, Zisses. Extrem gut. Hier können wir auch wieder die Laubfähigkeit bekommen. Brauchen wir aber nicht. Und wir haben das Level geschafft. Spring! Kleines Kirby! Und wir haben einen! Yay! Kirby tanzt sich voll einen ab! Yay! Freuen wir uns! Ja, das UFO kennt man vielleicht noch aus Nightmare in Dreamland. Ist leider in diesem Fall nicht vertreten als Fähigkeit. Das finde ich schade, weil ich die UFO-Fähigkeit damals ziemlich geil fand. Und hier haben wir den Boss. So. Ja, wir können uns vor jedem Boss zwischen 3 oder ich glaube, oder 4 Fähigkeiten. Hier 3. Ich glaube auch, es gibt manche mit 4.
Fähigkeiten aussuchen und gegen die wir dann antreten. Oder wir können natürlich unsere eigene behalten, in dem Fall Laub. Was ich wie gesagt habe, dann ist der nächste Boss sowas von ein richtig leichtes Unterfangen. Aber weil das ja langweilig ist, werde ich diese Fähigkeit nehmen. Der ist mindestens genauso leicht. Ja. Und natürlich, wie es sich für jedes gute Kirby-Spiel gehört, ist der erste Boss, auf den wir treffen, natürlich Wispy Wood. Der Gute. Hallo. Und er sieht angepisst aus. Ja, Wispy Wood, unser erster richtiger Boss. Seine Fähigkeit ist es, Äpfel fallen zu lassen, die wirklich unglaublich gefährlich. Und Wolken zu schießen. Und noch mehr Wolken zu schießen, was ihm nichts bringt. Und dann lässt er Spenden fallen, was ihm auch nichts bringt. Okay, ja. Wie besiegen wir ihn? Ganz einfach. Wir brennen ihn nieder. Wir gehen einfach in unseren Feuerschild, stellen uns hier hin und damit ist er auch schon in seiner zweiten Phase. Die zweite Form. Er wird größer und sieht ein bisschen angepisster aus und er will uns essen. Ah, welche Ironie! Und jetzt ist er müde und jetzt können wir wieder dasselbe Spielchen machen und er stirbt. Ja, das war nicht unbedingt sonderlich schwer. Und er heult. Tut mir leid. Okay, ja, und wir looten ihn. Wir bekommen einen Gegenstand der Lore. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Aber zuerst tanzen. Yeah, Kirby. Ja, so baut man Schiffe zusammen. Einfach die Teile gegen das Schiff werfen und dann baut sie sich in einer epischen Cut-Sequenz einfach an. Kennt man ja, fragt mal einen Schiffsbauer. Das geht genau auf diese Weise und nicht anders. Du hast es geschafft, Kirby! Mein Kreuzer hat seine Ruder zurück! Vielen, vielen Dank! Jetzt fehlen noch 4 Sternenkreuzerteile. Kann ich auf dich zählen? Eigentlich nicht. Aber ich könnte mal Mario anrufen. Vielleicht hat er ja Zeit. Es fehlen nämlich auch noch ein ganzer Haufen Zauberzahnräder. Guck mal, Türen. Und mit ihnen können wir die kaputten Türen des Kreuzes reparieren, die zufällig aussehen wie König DDD. Obwohl ich von einem anderen Planeten komme. Ich habe hier 2 tolle Minispiele, die du mit deinen Freunden spielen kannst. Die braucht man auch auf dem Schiff. Und Testräume zum Ausprobieren von verschiedenen Spezialpowerarten, die ich vorsorglicherweise damals mal ins Schiff eingebaut habe, falls ich mal im Dreamland abstürzen sollte, weil ich selbst keine Copy-Ability-Fähigkeit habe, ist es eigentlich ziemlich nutzlos gewesen im Nachhinein betrachtet. Aber ironischerweise hat es jetzt doch irgendeinen Sinn. Oh, und da habe ich auch noch was. Und zudem noch ganz viele Prüfungen, in denen du Geschick erproben kannst. Ja, die musste ich auch reinbauen, weil, ich weiß nicht, ich hab halt irgendwie dann vergessen, dafür ein Klo einzubauen. Das war auch ein bisschen ähnlich. Du musst nur genügend Zauberzahnräder finden, um die Türen zu öffnen. Also nimm alle Zauberer, finden kannst. Genau, das wollte ich sagen. Wow, du hast schon 13 Zauberzahnräder gefunden. Super Kirby, damit kann ich schon die Tür zur ersten Prüfung öffnen. Die Prüfungen befinden sich im Raum rechts von uns. Willst du nicht gleich mal nachsehen? Muss ich. Wow, er hat einen Pfeil aktiviert. Er ist so ein Held. Ja, wir haben diese Räume hier freigeschaltet. Das hier sind die Prüfungsräume. Und wir haben für 7 Zauberzahnräder schon die Schwertprüfung freigeschaltet.
Diese Prüfung werden wir natürlich auch mitnehmen, weil, ja, es gehört halt zu einem 100% Run dazu. Ja, an sich ist ganz nett so etwas. Sind ganz nette Sachen. Dann diese Minispiele werde ich natürlich auch zeigen. Gänzlich oder fast gänzlich oder ich ja doch ganz gänzlich eigentlich. Ich finde es toll, dass man so etwas eingebaut hat. Es ist schön, es ist ein nettes Gimmick. Es hat zwar nichts mit dem Spiel zu tun selbst, aber es ist ein nettes Gimmick. Und eben halt diese Testräume, die werde ich natürlich auch zeigen. Da kann man natürlich nichts drin, das sind nur Räume, in denen man jeweils 5 Fähigkeiten testen kann. Es gibt 20 Fähigkeiten insgesamt damit. Und die werden, da kann man sich dann halt die Fähigkeiten testen, kann es ausprobieren, wie man gerade lustig ist. Und kann sich dann auch gleich einer mitnehmen. Das heißt, wenn wir sie freischalten, haben wir immer hier ein Depot, wo wir unsere Fähigkeiten auffüllen können. Gut. Hast du noch was zu sagen? Hallo Kirby! Mit den Rudern ist man Rudern sieht man Lore gleich wieder viel besser aus, oder? Du hast 13 mal Zaumsagen wieder gefunden. Und von den abgebrochenen Sternenkonzertalen fehlen uns nur noch der rechte Flügel, der linke Flügel, das Emblem und der Mast. Das Emblem ist das Wichtigste, weil ohne das kann ich nicht fliegen. Und wenn genug Zauberzerrer findest, öffnen sich auch mehr Türen. Dann kannst du dich in einem tollen Minispiel und Prüfungen versuchen. Wie gesagt, ich habe sie anstelle der Toilettenräume eingebaut. Und wenn du Rekorde aufstellst, belohne ich dich mit Preisen. Wieso du? Also streng dich an. Wieso du? Okay. Ja, unsere Haare brennen immer noch. Lösche mich, lösche mich. Mann, lösche mich. Okay. Ich würde aber sagen, das reicht jetzt erst einmal für heute. Wir haben heute viel geschafft. Wir haben die erste Welt geschlossen und ja, wir haben grundlegend ein neues Let's Play angefangen. Und zwar Let's Play Kirby's Adventure Wii für die Nintendo Wii. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Gorthog und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao!